Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks, weiter geht's hier mit Cyber TD, dem Tower Defense Spiel aus Deutschland. Kleines Entwicklerstudio, Clockwork Origin heißen die. Und in der Videobeschreibung gibt's den Steam Store Link. Danke übrigens nochmal an den netten, an das nette Entwicklerteam, dass ich diesen Key hier für das Spiel umsonst bekommen habe. Kann ich nicht oft genug sagen. Macht Spaß, dieses Spiel. Und deswegen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wir starten los. Wir haben ja in der letzten Folge schon unseren Doppelblaster mit Raketenwerfer ausprobiert. Und der hat ja quasi alles weggebombt, was man so wegbomben kann. Bis Welle, ich glaube, 29, bin ich der Meinung, haben wir es gut geschafft. Welle 29, 27, irgendwie die Dreh herum. Und das gucken wir mal, dass wir das jetzt auch weiterhin kriegen. Weil wir wollen ja Level 16 jetzt beenden von unserem ganzen Tower und dadurch dann halt neue Karten freischalten. Das ist der Plan. So, was nehmen wir? Wir können ja mal diesen von Raketen abgeworfene Bomben lassen ein Feld zurück, das bei jedem Gegner, der es betritt, den Korrosionsstatus-Effekt auslösen, schon mal nehmen, auch wenn unsere Raketen noch keine Bomben abwerfen. Aber für die Zukunft ist das, glaube ich, ganz gut. So. Sieht immer noch ganz gut aus. Wir schicken mal unseren kleinen Freund hier auf Elektronsuche, dass der schon mal was zu tun hat. Und dann gucken wir mal, alle Raketen verursachen einen EMP-Einschlag, der alle Fähigkeiten bei nahen Gegnern deaktiviert. Oder den Schaden aller Raketenwerfer erhöhen um 20%. Ne, wir nehmen mal die EMP-Rakete, mal gucken, was da passiert. Weil bis jetzt sind wir ja noch recht gut mit dabei. Da würde ich jetzt noch ganz entspannt sein. So, dann wir erhöhen den Schaden aller Raketenwerfer um 30% mit dem Raketenkondensator 2. Das ist ganz gut, glaube ich. Ja, sieht doch schick aus. So lässt sich das Leben hier. Wir erhöhen den Schaden aller Blaster um 20%, damit die, die jetzt schon richtig gut durchknallen, auch nicht nur schnell durchknallen, sondern auch hart durchknallen. Mein Gott, das war jetzt ganz viel Durchknallen auf einmal. Oh, sieht aber, guck mal, das sieht doch richtig gut aus. Das hat sich gelohnt. Wer sich übrigens fragt, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich spiele auf Mittel. Also, da ist noch Luft nach oben, aber auch Luft nach unten. Wir erhöhen den Schaden aller Waffen nochmal um 10%. Komm, das sieht auch richtig gut aus. Ich hätte bloß mehr gern Geschwindigkeit. Das wäre schon noch gut. Schnellerer Schuss wäre super. Erhöht die Geschwindigkeit aller Raketenwerfer, erhöht den Schaden aller Raketenwerfer um 30 nochmal. Wir gucken mal. Wir erhöhen nochmal den Schaden. Um 30. Ja, doch. Ist okay. Wir erhöhen. Oh, Blaster verursachen Korrosionsstatus-Effekt. Der Schaden über Zeit verursacht. Das finde ich gut. Ist dann gerade für die ge späteren Gegner schon ganz sinnvoll. Bis jetzt aber noch nicht zu gebrauchen. Wir, ja, komm, dann erhöhen wir die Reichweite aller Waffen. Electrons würde ich jetzt nicht draufsetzen. Aber mit der Reichweite können wir auch nichts verkehrt machen, weil sie dann recht schnell am Anfang schon ausgemerzt werden. Aber jetzt sehen wir sind schon echt langsam. Also da muss was geschehen. Demnächst bei der Geschwindigkeit. Erhöht die Geschwindigkeit aller Blaster. Machen wir. Dass wir wenigstens Wasser haben. Auch wenn der Blaster erst sehr spät hier aktiviert wird, aber ich glaube, das ist ganz gut. So. Sehr schön. Wir erhöhen nochmal die Reichweite.
Welche Reichweite wollen wir denn erhöhen? Wir nehmen erstmal die Reichweite aller Raketenwerfer. Und schicken nochmal unseren Kumpel los, Elektrons suchen. Ja, guckt euch hier an, 1000 Statuseffekte kriegt er. Und dadurch kommt er auch nicht sehr weit, das ist gut. Wir erhöhen den Schaden aller Blaster, der Schilden zugefügt wird, um 25%. Weil jetzt kommen langsam die Gegner, die auch mit Schild ordentlich Bums haben und sich dadurch gut schützen können. Und wenn wir natürlich da noch ein bisschen was reduzieren können, ist das ganz gut. So. Wir werden mal ein bisschen verlangsamen. Nochmal verlangsamen. Und jetzt sehen wir, uns fehlt die Geschwindigkeit. Und da kommen jetzt welche durch. Und deswegen, liebe Freunde, Geschwindigkeit, Reichweite nicht unterschätzen. Wir erhöhen nochmal die Reichweite aller Waffen um 10%. Und hoffen, dass wir dadurch dann ein bisschen besser geschützt sind. Gehen wir mal gucken. Ah ja. Wir müssen dringend was an der Reichweite und der Geschwindigkeit tun. Sonst werden wir nicht lange überleben. Wir erhöhen nochmal... Oh, den Schaden aller Blaster nochmal erhöhen wäre natürlich auch gut. Oder die Reichweite aller Waffen. Wir erhöhen die Reichweite aller Waffen. Mal gucken, ob das so sinnvoll war. Bis jetzt ja, hier kommen sie nicht weit. Hier, naja, sie nähern sich langsam, aber es geht. Es ist vollkommen in Ordnung. Wir erhöhen, die Geschwindigkeit aller Raketenwerfer. Das finde ich gut. Wie gesagt, wenn jetzt noch die Geschwindigkeit der Blaster erhöht wird, dann bin ich noch besser, noch glücklicher, noch besser. Noch besser bin ich auch. Ja, wir müssen uns bis jetzt noch um nichts kümmern. Nee, sieht ganz gut aus. Also dafür, dass wir erst zwischendrin eine ordentliche Klatsche bekommen haben, ist das jetzt wieder ganz gut. Wir erhöhen die Reichweite aller Waffen. Und hier müssen wir verlangsamen, definitiv. Nochmal verlangsamen. Du heiliger Strohsack. Da kamen jetzt aber einige durch. Wir erhöhen die Geschwindigkeit der Blaster. Und hoffen dadurch, wenn die schneller schießen, dass wir besser vorankommen. Dass die hier vor allem gar nicht durchkommen. Aber es sieht ganz gut eigentlich aus. Ich glaube, wir müssen nicht mal verlangsamen. Nee, müssen wir überhaupt nicht. Sehr, sehr gut. Wir erhöhen... Wir erhöhen nochmal die Geschwindigkeit aller Blaster. Ja. Wichtig. Sehr wichtig war das. Wir verlangsamen. Und verlangsamen gleich nochmal. Und das sollte jetzt hoffentlich auch klappen. Dass nicht allzu viele durchkommen. Im besten Fall gar keiner. Na, einer kommt durch. Nein, gerade noch so. Top. Wir erhöhen nochmal den Schaden aller Blaster um 20%. Unser Viking soll auch nochmal mithelfen. Und ich würde nicht mal mehr verlangsamen, das würde ich so lassen. Ja, das können wir so lassen. Den Rest macht er jetzt von der Seite aus hier.
Guck, das sieht gut aus. Das können wir machen. Wir erhöhen die... was erhöhen wir denn? Reichweite sieht ja schon ganz gut aus. Wir könnten aber noch ein Stückchen... oder die Geschwindigkeit. Oder den Schaden. Wir erhöhen nochmal die Geschwindigkeit der Raketenwerfer. Die großen Brocken. Not really good. Wir verlangsamen. Und wir schießen nochmal mit unserem Freund. Und verlangsamen nochmal. Und dann müsste maximal der hier durchkommen. Na? Gerade noch so geschafft. Wir erhöhen... ja, wir erhöhen nochmal die Geschwindigkeit aller Waffen. Reichweite sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, wir sind ja schon Welle 20. Schön. Ja, und jetzt sehen wir auch, jetzt knallt das ordentlich rein. Ja. Und die hier hinten? Nee, die kommen noch in die Flugbahn unserer Raketen. Sehr, sehr schön. Haben wir doch gut gemacht. Welle 20 auch damit geschafft. Und wir erhöhen die Reichweite aller Blaster um 15. Und wo kommen die denn? Ach du heiliger Strohsack, von hier hinten. Okay. Hier kommen schon die ersten in die Reichweite in unser Areal von unseren Blastern. Okay. Ja. Wir verlangsamen mal sicherheitshalber. Ah ne, hätten wir gar nicht machen müssen. Das hätten wir auch so geschafft. So, wir erhöhen die Geschwindigkeit aller Blaster um 20%. Noch schnellerer Schuss und noch schnellerer Tod hoffentlich von unseren Gegnern. Das wäre... ja, doch, jetzt schießen sie richtig gut schnell. Muss auch sein. Die kommen hier nämlich von allen Seiten. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und wir werden verlangsamen müssen. Und nochmal verlangsamen. Da kommen einige durch. Ja. Schade. Doch einige durchgekommen. Wir erhöhen nochmal den Schaden der Raketenwerfer um 20%. Ja, unser Freund soll nochmal helfen. Viking. Oh, hat gut geholfen. Und wir verlangsamen. Ja, es wird aber nicht reichen. Es werden wieder einige durchkommen. Zwar nicht die 10 Stück. Wir werden die Integrität behalten. Aber einige werden durchkommen. Na, 5. Wir erhöhen den Schaden aller... nee, die Reichweite nochmal erhöhen. Die Geschwindigkeit. Ja, wir erhöhen nochmal die Geschwindigkeit der Raketenwerfer.
Und jetzt sind alle draußen, das heißt, wir werden mal kurz verlangsamen. Und gleich nochmal. Und dann hoffen wir mal, dass das gut läuft. Gleich können wir Viking wieder einsetzen. Ja. Hat nochmal dreien ordentlich Schaden zugefügt. Aber jetzt sind wir auf unseren Raketenwerfer alleine gestellt. Wir können höchstens nochmal verlangsamen. Zumindest gehen wir noch nicht down. Wir haben noch eine Runde Schonfrist. Das wird jetzt unser Ende werden. Wir erhöhen die Reichweite aller Blaster um 15. Also würde mich wundern, wenn wir das jetzt überleben. Ne. Nee. Wir kämpfen zwar bis zum Schluss, aber das werden wir nicht überleben. Ne. Und zack. Was soll's? Wir haben gut gekämpft. Wir haben es leider nicht geschafft, Level 16 vollzukriegen. Schade, aber gut. Gibt Schlimmes auf der Welt. 69.000 Electrons haben wir. 89.000, Entschuldigung. 89.000 Electrons haben wir bekommen. Welle 25 haben wir geschafft. Ist doch gar nicht mal so schlecht, Freunde. Ja, und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da bin ich dann optimistisch, dass wir dann Level 16 knacken. Dass wir dann auf zu Level 17 dann kommen und neue Karten freischalten. Und ich bin gespannt, was wir freischalten. Vielleicht kriegen wir auch einen neuen Waffentypen. Das wäre natürlich ganz cool. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr abonniert, kommentiert und liked. Und dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!